So, meine lieben Freunde, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shakes and Fidget. Weihnachten ist da, Freunde. Es weihnachtet heute. Am 24. wird die Folge erscheinen. Ich nehme die jetzt am 23. auf. Die heutige Folge wird sich komplett um den Legendary Dungeon drehen. Ich wollte zum Legendary unbedingt ein Video machen. Ich habe schon ein paar Runs gemacht. Ein paar Runs ist gut. Ich habe den Dungeon einmal komplett durchgespielt und dabei hier die Halblinghausschuhe bekommen. Endlich auch auf großem Fuße leben. Die gaben mir auch ein bisschen bessere Stats. Klar, ein bisschen weniger Intelligenz, aber dafür mehr Leben. Ich versuche jetzt nach und nach mal ein bisschen auf Intelligenz zu verzichten und mal ein paar bessere Items zu tragen, weil bisher trage ich immer die normalen Items. Die geben zwar massig viel Intelligenz manchmal, gerade die Gegenstände mit dem überlegenen Geist. Klar, geben einen Haufen Int, aber dafür weniger Leben. Und wenn ich mir meine Gildenkollegen zum Beispiel angucke, die haben einen Haufen Legendaries an und ich dümpel hier mit meinen überlegenen Geist-Items, Standard-Items rum. Die geben zwar, wie gesagt, mehr Int, aber sind dafür halt auch normal. Und ich will auch ein paar Legendaries und ein paar Epics tragen. Deswegen fange ich jetzt langsam an zu wechseln. Freunde, Weihnachten. Heute Weihnachten. Wie gesagt, ich nehme das hier am 23. auf. Morgen gibt es echt massiv viele Events. Also ich würde euch wirklich empfehlen, da zu spielen. Ihr bekommt mehr Pilze, mehr Epics, mehr EP, mehr Gold. Ihr bekommt mehr Arkane Splitter und Erz. Und Auraler Großputz, weiß ich gar nicht mehr, was das war. Ich glaube, es hat irgendwas mit der Toilette zu tun, kann das sein? Ich glaube, es hat was mit dem Klo zu tun. Also morgen am 24. lohnt es sich auf jeden Fall, zumindest die 100 Alu wegzukloppen, wenn nicht sogar 300 Alu zu spielen und alles so mitzumachen. Aber darum soll es in der heutigen Folge nie gehen. Ich wollte euch nur empfehlen, morgen auf jeden Fall mal in Shakes and Fidget reinzugucken. Es lohnt sich bei den Events wirklich mal zu zocken, weil ja, das gerade das Erfahrungs-, die mehr EP und das vermehrte Gold, das lohnt sich wirklich massiv. Aber darum soll es nicht in der heutigen Folge gehen. In der heutigen Folge soll es um den Legendary Dungeon gehen. Um den Lord of the Sings Legendary Dungeon. Ich finde die Machart und so vom Dungeon wirklich geil. Also wir sind hier gerade auch im dritten Stockwerk unterwegs. Aber das ist nicht wild. Ich werde halt auf jeden Fall noch ein paar Pilze rein investieren und ein paar Mal Leben wieder auffüllen, weil ich will unbedingt noch ein Legendary Item haben aus dem Dungeon, aber dafür müssen wir das brutale Kaminzimmer besiegen und das ist gar nicht so easy, wie man vielleicht denkt. Achso, ich habe gar keine Schlüssel mehr. Da kriegen wir gleich den Fluch. Gegner verursacht 8 Räume lang plus 50% Schaden. Schlimmeren Fluch kann es wohl kaum geben, weil wie ihr seht, die Gegner hauen schon ordentlich rein. Es gab auch keinen Schlüssel. Gut, diesmal habe ich wirklich ein bisschen Pech. Also so einen schlechten Start hatte ich bisher noch nicht. Gucken, was hier drin so schönes liegt. Ein Gürtel. Ah, okay. Gibt mir sogar ein bisschen mehr Int-Ausdauer. Glück könnte man umbauen. Aber für die paar Stats lohnt sich das kaum. Also der Run ist wirklich schlecht. Krass. Fluchtchance minus 80%. Also wir werden jetzt schon sterben im nächsten Raum. Na gut, hier gibt es nochmal ein Item. Noch ein bisschen Gold. Ja, jetzt war es das wohl gleich. Hier war nichts drin. Ja, und damit war es das. Das war bis jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, der schlechteste Try ever. Wie gesagt, die 369 Pilze hier, die werde ich auf jeden Fall wegkloppen. Dass wir heute mal ein bisschen hier vorankommen. Also ich muss sagen, der Legendary Dungeon, der ist schon ein bisschen pay to win. Also ohne hier ein paar Pilze rein zu investieren, wird man nicht viele Items aus dem Dungeon rausbekommen. Ich finde die Kosten auch ein bisschen happig. Oh, wieder der Fluch. Mit der Fluchtchance. Okay. Lol, das hat sich jetzt erstmal für 5 Räume wieder aufgehoben. Wieder nichts. Gehen mal in den Raum. Ah, schön, eine Kiste. Wieder ein bisschen Gold. Den besiegen wir. Ach, Gott sei Dank, der hat nicht so viel Damage gemacht. Und da sind wir schon beim Endboss von diesem Stockwerk.
Den sollten wir auf jeden Fall noch besiegen. Und dann können wir uns schön einen Buffer suchen. Verringert von dem vom Monster verursachten Schaden um 20%. Erhöht die Chance, erfolgreich vor Kämpfen zu fliehen. Chance auf unverschlossene Türen. Hinter Türen können sich Monster befinden. Nehmen trotzdem mal den Buff. So, und damit sind wir schon im letzten Stockwerk. Das werden wir aber mit dem bisschen Leben nicht mehr schaffen. Nee, das wird jetzt schon vorbei sein. Ja. Das war's, Freunde. Das war's schon wieder. Krass, ne? Wie hier einfach nur die Pilze runtergehen, wenn man mal ein bisschen im Legendary unterwegs sein will. Wieder ein Gegner. Jetzt haben wir wenigstens mal ein paar Schlüssel gefarmt hier. Ach schön, das ist mit der Geiste-Buff. 20% Leben bei jedem Raum dazu. Da können wir ruhig mal richtig in die Fights jetzt reingehen. Oh, Schlüssel. Schlüsselhändler, sehr schön. Wir haben zwei Schlüssel. Da kaufen wir uns doch gleich nochmal Heal. Sehr schön. So, ach, das wurde ersetzt oder was? Wie schlecht ist das denn? Ich dachte, das wird einfach draufgerechnet. Wieder ein bisschen Gold. Wir haben noch einen Heal, da können wir auch durch den Raum gehen. Und das hier machen. Zack. Ah, 50 Treibsanduhren, sehr schön. Ja, Debuff ist wirklich scheiße. Einfach mehr Schaden. Klar, man könnte auch ab und zu mal fliehen. Aber meistens immer nur Gold. Ich will ein paar Items. Nichts. Der Wahnsinn. Also das ist wirklich... Dann probieren wir mal zu fliehen. Ja, das war's doch schon wieder. Nicht mal die Hälfte haben wir abgeschlossen. Nicht mal die Hälfte. Also wir werden mit den 300 Pilzen, wenn es gut läuft, wirklich gerade mal vielleicht noch ein Item rausbekommen. Das ist schon straff. Das ist schon echt straff. So, gehen wir hier lang. Schlüssel. Oh. Na klar, wir haben ja auch den Buff, dass mehr Gegner kommen. Aber der ist schon echt heftig. Dann noch der Damage-Debuff. Uncool. Wir nehmen mal noch einen Fluch mit. Noch ein Fluch. Ist jetzt auch egal. So. Toll. Ein paar Seelen. Ein paar Seelen getroppt. So, da wird es doch gleich wieder vorbei sein. Jawohl. Man kann Fallen entschärfen. Zählt das als Falle? Nee. Oh! Hat das Schaden gemacht. Okay, und dann haben wir nur ein paar Steine rausbekommen. Wie schlecht ist das denn? Hm. Fluchtchance erhöht. Dann versuchen wir mal zu fliehen. Oh, keinen Schaden bekommen. Mit der erhöhten Fluchtchance haben wir vielleicht sogar noch ein paar Chancen zu fliehen. Ah, Schwein gehabt. Kein Schlüssel. Flucht. Jetzt haben wir echt mal ein bisschen Glück hier. Wir müssen jetzt auf jeden Fall immer fliehen. Ah, jetzt sind wir schon beim Boss. Na gut, den schaffen wir mit dem bisschen Leben natürlich nicht mehr. Oh. Na gut, schade. Aber wir sind beim Endboss, Freunde. Wir sind beim Endboss, das heißt, wir kriegen jetzt gleich für den nächsten Run ein neues Item. Und ich bin gespannt, welches wir bekommen. Zack. Ich liebe diesen Endscreen. Der ist schon echt geil. Der Ring. Oh, wie geil. Mit abgeschnittenen Sauronfinger. Wie nice ist das denn? Ah, hier, das ist wieder so ein Item. Gibt mir mehr Ausdauer, mehr Glück, aber weniger
Weniger Int, ne? Aber trotzdem ersetze ich den jetzt. Natürlich equip ich den, hallo? Einfach mal drauf geschissen, einfach. Das ist ein 459er Stein. 459er Stein. Hm. Ich glaube, den nehme ich mit. Den nehme ich mit. Steingewinnung. Erzählen Pilze weg. Zack. So. Können wir den noch fünfmal. Gebe ich nochmal fünf Level drauf. Ach, scheiße. Jetzt habe ich verkackt. Na gut, nicht schlimm. Oh Gott. Ich mag immer volle Zehner stellen. Ah, das werde ich jetzt mit dem bisschen Gold hier. Ach nee, das kann ich jetzt nicht mehr einhalten. Naja, ist egal. Aber wir haben auf jeden Fall mehr Life. Schon 22 Millionen Leben. Aber Schaden ist natürlich ein bisschen runtergegangen. Hm. So ein Ding habe ich ja noch in der Truhe, ja. Davon habe ich jetzt schon zwei Stäbe. Der ist hier ein bisschen besser. Nee, sind fast dieselben, ne? Nee, der gibt 846 und der gibt 842 sogar. Alles klar. Na gut. Also, der Run hat uns den Ring gebracht. Diesmal wirklich 100% der echte. Kein Fake-Zertifikat liegt bei. Nice. Das ist natürlich auch wieder gut für unser Sammelalbum, ne? Weil ich glaube, das müsste ja eigentlich ein Item ganz hinten sein, irgendwo. Ist denn der hier? Oder ist der mit bei... Ach hier, Legendaries, da. Guck mal, wie wenig Legendaries wir haben. Da ist er, der Ring. Haben wir den anderen ja auch schon gehabt, den Fake-Ring? Wer weiß. So, Freunde, nächster Try. Oh, hier. Skeletoni. Oh, Schuhe. Mehr Stärke. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Können wir besiegen mal einen Gegner. Für ein Schlüsselchen. Gold. Gold wirft das natürlich auch ab. Ich werde morgen nochmal in den Dungeon gehen, weil ich glaube, man kriegt sogar noch einen Goldbuff im Legendary. Bin ich mir gerade gar nicht so sicher. So sehr ich den Legendary Dungeon mag, aber er kostet einfach zu viele Pilze. So 20 Pilze, um komplett das Leben zu regenerieren, da würde ich mitgehen. Aber 48 ist mir ein bisschen too much. Also man muss ehrlich zugeben, als Free-to-Play-Spieler hat man hier im Legendary nicht viel zu tun, weil das Leben ist so schnell aufgebraucht und ja. Man muss ja auch Gegner besiegen, um an Schlüssel zu kommen, sonst bringt das ja gar nichts. So schön wäre jetzt eigentlich mal so ein kleiner... So ein Buff oder sowas. So, Schlüssel. Wieder nichts. Probieren wir zu fliehen. Oh, geschafft. Nice. Hm, nee, auf den Curse habe ich ja nicht keinen Bock. Ich probiere nochmal zu fliehen. Ah, Schaden bekommen. Schön. Weil im Endeffekt ist es ja wichtig, einfach nur Etagen zu schaffen. Einfach nur Etagen schaffen, bis zum Boss kommen. Und eine Kette. Hm, okay. Okay, okay, okay. Jetzt haben wir schon kaum noch live. Ach, scheiße, Mann. Hm, wenn wir jetzt nicht fliehen... Immer Gegner. Na gut, das ist schon wieder vorbei. Aber fast geschafft. Ist was Besonderes. Mhm, 10%. Die nächsten drei Räume je 10% Leben auffüllen. Hm, okay.
Den Buff wollen wir natürlich nutzen. Können wir auch mal ein paar Gegner besiegen. Schön. Ein Ring. Ein normaler Ring. Ah, ist schon gut am Items farmen hier. So, dann sind wir schon beim Boss des ersten Stockwerks. Oh, was ist das? Was ist das, Freunde? Epischer Backstage-Pass der Wichtigkeit. Nice. Das ist ja nice. Wieder auf Schaden verzichten für Leben, Freunde? Darf er ein Legendary tragen? Oder? Eigentlich macht das doch Sinn. Will alles mit Legendaries vollballern hier. Was ist denn das für ein Stein? 472er. Wir haben zurzeit echt wenig Steine, ne? Ich hab mir einfach mal jetzt einen neuen geschnappt. Des Videos wegen. Das ist ein 454er. Oh, das ist auch nicht so geil. Naja, rennt der nicht weg. So, VIP-Pass drauf. Wieder auf Schaden verzichtet. Jetzt schon ganz schön massiv, ne? Guck mal, hier sind 6,16 Millionen. 5,8 Millionen. Gut, jetzt fehlt der Stein. Ich mach das jetzt einfach, Freunde. Ich muss auch mal über meinen Schatten springen jetzt. So, Steingewinnung, zack. Dann ballern wir nochmal 472 Attribute drauf. Und trotzdem unterschreiten wir hier die 6 Millionen. Jetzt mittlerweile. Dafür haben wir jetzt schon 23,5 Millionen Leben. Das bringt natürlich auch viel. Live bringt natürlich gerade eine Arena. Wir machen einfach mal einen Fight. Gegen den Herrn hier. Und der hat gerade mal 14 Millionen Leben. Ich meine, klar bringt das auch was, ne? Ist jetzt nicht so unwichtig, auch viel Leben zu haben. Ich bin halt immer komplett auf Int gegangen. Aber das wird auf Dauer wohl nicht werden, weil die Legendaries geben halt alle immer nur Attribute im gleichen Maße. Ist nicht wild. Freunde, ist nicht wild. Ich denke, ich will endlich mal Legendaries anhaben. Ich will Legendaries anhaben. Dafür muss ich halt auch mal was tauschen. So. Ich hätte natürlich auch mal gucken können, ich Dummbeutel, ob wir die Items... Aber ich wollte ja auch die Steine. Aber vielleicht dem Markwart irgendwas geben können hier. Guck mal, was das hier bringt bei dem. Das machen wir auf jeden Fall. Wir geben auf jeden Fall ein Item. Das machen wir mal zum Schluss, wenn wir mit den Runs durch sind. Hm. Dafür behalte ich hier lieber den... Ach, guckt mal, 842 mehr Leben, also mehr Ausdauer. Dafür halt auch massiv weniger Schaden. Das ist halt immer so das Ding. Ist halt immer so das Ding. 454. Das überlege ich mir noch. Das überlege ich mir mit der Waffe, das überlege ich mir noch. Mal sehen. Freunde, mal sehen. Wir gehen erstmal weiter in den Dungeon. Und suchen uns einen Buff. Es erscheinen weniger geheimnisvolle Räume. Erhöht die Chance, stärkere Flüche zu erhalten um 20%. Verringert den von Monster. Aha. Verringert die Chance, Gegenstände zu finden. Ist okay, oder? Wir wollen ja nur Etagen kloppen. Wir wollen ja nicht nur zum Boss. Weiter geht's. Die unheilige Krippe. Weiter geht's mit der unheiligen Krippe, Freunde. Oh, den Gegner kenne ich, glaube ich, noch gar nicht. Drachenfledermaus. Oh, was haben wir hier? Ah, eine Mimik. Ah, die besiegen wir. Oh, sogar ein Item getroppt. Sogar schlechter als hier. Den habe ich auch aus dem Dungeon getroppt, aus dem Legendary. Die Nordpoltracht habe ich schon mal. Hier würde ich es zum Beispiel nicht unbedingt machen, obwohl... Auch eine 500 Ausdauer für 200 Int. Eigentlich macht es auch hier Sinn. Einfach mal ein bisschen auf Schaden verzichten. Ich bin immer so ein Mensch, ich will viel Schaden machen. Aber im PvP bringt, guck mal, wir haben jetzt hier locker schon durch den Itemwechsel 3,4 Millionen mehr Leben. Das ist locker mal ein normaler Hit mehr, den wir aushalten. Das wird uns auch in den Dungeons, denke ich mal, was bringen.
Außerdem will man ja ein Legendary tragen und kein Otto-Normal-Item. Ach, das ist ein Epic hier. Ist gar kein Legendary, ist ein Epic. Ich dachte, wegen dem goldenen Schimmer, der VIP-Pass wäre auch ein Legendary. Fluchtversuch. Natürlich nicht geklappt. Gold. Gut, Gold ist immer gut. Mehr Gold. Und wieder ein Skillpunkt. Mehr Gold. So, jetzt muss man leider flüchten. Mann, wie das nie klappt. Ach, Holz. 9,9 Millionen Holz. Apropos Holz. Mal kurz in die Festung gehen und mal alles. Habe ich heute nämlich noch gar nicht gemacht. Mal alles durchlooten. Ich nehme den Fluch. Ich nehme auch den Fluch. Weil wir haben eh kein Leben mehr. Luftversuch. Gescheitert. Na gut, egal. Jetzt gehen uns langsam wirklich die Pilze aus. Vielleicht gehe ich ja doch noch auf 900 runter oder so. Ich will auf jeden Fall noch ein Item rausbekommen. Also soweit muss man schon noch spielen. In der heutigen Folge. Ach, hier. Toll. Schaden. Oh, schön. 100% mehr Gold aus Kisten. Oh, schön. Schlüsselhändler. Ich habe keine Schlüssel. Ist das zum Kotzen? Hier hätten wir uns schön einen Heilbuff kaufen können. Naja, gut. Nehmen wir hier noch Schaden in Kauf. Probieren mal zu flüchten. Klappt natürlich nie. Der Run regt mich gerade ein bisschen auf hier. 48 Pilze für den Pöppis. Das ist unnormal. Wie oft man einfach flüchten ist einfach fast nicht möglich. Also. Schöner Debuff. Toll. Na, wenigstens machen wir ein bisschen Kohle. So. Schön ein paar Etagen überspringen. Kann auch mal sein. Fluchtversuch. Oh, schön. Und Boss. Den können wir gleich legen. Sehr schön. Das ist gut. Das ist wirklich gut. Das Spiel ein bisschen leiser gedreht. Oh, und ein Item gedroppt. Sehr, sehr nett. Sehr, sehr nettes Item gedroppt. Eine Waffe. Aber erstmal suchen wir uns einen Buff raus. Heilungen geben 40% mehr Leben. Erleide beim erneuten Betreten des Dungeons nach dem Tod den Fluch Vergiftung für 5 Räume. Oh, das ist schon ein krasser Debuff, oder? Den Fluch vergiften. Oh, das ist krass. Da müssen wir alles fighten, wenn wir das machen. Das machen wir ja sowieso fast, ne? Wir nehmen den. So, vorletzte Instanz wird betreten. Wir gucken uns aber erstmal die Waffe an, die wir hier getroppt haben. Oh, also die müssen wir definitiv equippen. Schrumpfkopfstab der finsteren Mächte. Der gibt uns 1000 Life. Hat auch mehr Schaden, was ein bisschen ausgleicht. Ja, den nehmen wir definitiv, oder? Klar, ey. Bam. Aber der Schaden geht halt jetzt mal, geht halt immens runter. Was soll ich machen? Was soll ich machen, Freunde? Ich kann ja auch gleich mal das Geld noch investieren und die Items mal noch alle verzaubern. So, zack. 471er. Hier investieren wir mal Material. Setzen den ein. Haben wir schon 25 Millionen Leben. Ja, wir wechseln mal Equip aus, Freunde. Es wird mal soweit. Wir müssen
mal probieren, wie das läuft, indem wir weniger Schaden machen, mehr Leben haben. Ob wir da mehr Dungeons klären, weil zurzeit Dungeon-mäßig sieht es ja bei mir auch ziemlich dünn aus mit dem Progress. Deswegen. Wir nehmen jetzt einfach mal Fights an. Vielleicht kriegen wir ja mal einen Schlüsselhändler. Schlüsselhändler? Oh, komm schon. Hast du eine Billo-Robe gekriegt? Ey, wie viel Schaden wir hier kriegen. Gut. Gut, gut, gut. Ne, wir machen weiter, Freunde. Wir ziehen das jetzt durch, bis wir nochmal den Endboss gelegt haben. Müsst ihr euch mal geben, wie viel Pilze wir schon reingebuttert haben, ne? Für ein paar Items. Ist doch der Wahnsinn. Natürlich eine Mimik. Natürlich noch 4 Millionen Schaden bekommen. Wie soll es denn noch anders sein? Natürlich ein Gegner. Ist schon ein bisschen Pech gerade alles hier. Kommt doch nichts Gutes, ne? Nur Müll. Nur Schrott. Schlüsselhändler, keiner. Nichts. Lächerlich. Fluchtversuch. Klappt einfach nie. Gut, das ist auch um 30% niedriger, das die Chance, aber gut. So, nochmal Pilze buttern. Das ist teuer, das ist ein teurer Spaß. So ein Legendary Dungeon, wenn man ihn wirklich spielen will. Ich meine, man muss es ja nicht machen, ne? Man kommt auch so weiter in Shakes. Aber ist schon ein bisschen Geldschneiderei hier. Aber ist ja nur viermal im Jahr, ne? So ein Legendary ist ja nicht alle Tage. Das ist ja auch eigene Dummheit, hier so viel Pilze rein zu investieren, aber. Oh, ein Schlüsselhändler, wow. Und der kostet natürlich. Das hier kostet natürlich 3 Schlüssel. Ist einfach nicht möglich zu fliehen mehr. Ah! Lächerlich. Lächerlich! Ah! Drei Fluchtversuche am Stück? Keine Chance. Keine Chance. Aber egal, Freunde. Ich will noch ein Item rauskriegen. Ist mir scheißegal. Ich habe schon mir gedacht, dass das viele Pilze kosten wird. Nicht so viele. Aber. Wir fighten jetzt einfach hier. So. Endboss. Zack. Oh, sogar ein Item bekommen. Oh, sehr gut. Sehr gut. Gibt ihr uns sogar ein bisschen mehr Stats. Finde ich doch sehr, sehr erquicklich. Das Toilettenpapier ist mir zwar ein bisschen ans Herz gewachsen, aber wir könnten mal sogar. Das equippen wir gleich, oder? Das equippen wir gleich. So ist. Zack. Machen wir hier ein Sockel-Upgrade drauf. Wie viel Material haben wir? Ach komm, mal ein bisschen Material ausgeben. Hier machen wir eine Steingewinnung für einen Zehner. Ach so, zack. Obwohl, wollen wir hier eine Steingewinnung machen? Ne, wir legen lieber den Stein drauf, ne? Wir legen lieber den hier drauf. Das Toilettenpapier behalten wir mal für Markwort. Vielleicht sogar.
Ja, das nehmen wir für Markwart, weil hier ist auch. Hat der auch ein bisschen mehr Stats? Gut. Wird die Chance, erfolgreich vor Kämpfen zu fliehen, um 20. Ja, das machen wir jetzt mal. Wir versuchen mal ein bisschen zu fliehen jetzt hier. Sonst werde ich ja. Komme ich ja hier nie zu was. Sonst komme ich ja hier nie zu was, Freunde. So, letztes Stockwerk. Nochmal richtig Pilze reinbuttern, um noch ein letztes Item rauszubekommen. In der Hoffnung, dass mal irgendwie noch, weiß ich nicht, eine Robe. Eine Robe wäre geil, ein Hut, irgendwie sowas. Hoffentlich nicht nochmal der Ring oder so. Das wäre ein bisschen Bullshit. Staub war da drin. Schön Staub. Oh, schön. Was haben wir denn hier? Was ist das? Lol. Lol, nee, hä? Ach Gott sei Dank. Schlechter. Für Stärke, obwohl, da können wir ja mal gucken. Hier. Das wäre doch was für den Bertram. Oder für die Kunigunde sogar. Ja, die Items müssen wir auf jeden Fall noch umverteilen auf die anderen, auf die Companions. Hier muss ich eh nochmal gucken. Hier habe ich ein bisschen Equip gesammelt, was mir Goldboni gibt. Goldboni und Erfahrungsboni. Muss ich mal gucken, was ich mit dem Alter Ego mache, ob ich das equip. Ich hab's nie an. Auch wenn ich queste, ich hab's nie an. Bin ich ganz ehrlich. Aber da habe ich so ein bisschen ein paar Sachen mit guten Runen, also für mich guten Runen, zwischengespeichert. Das ist aber alles Müll-Equip eigentlich sonst, ne, von den Werten her. 414 alle Attribute. Nee, es ist alles Schund. Waffe habe ich hier noch gar keine drauf. Ja, mal gucken. Mal gucken, was ich mit dem Equipment noch mache. Vielleicht haue ich es auch komplett weg. Mal sehen. Mal sehen, Freunde. Wir gehen erstmal weiter in den Dungeon. Wir gucken, dass wir noch den Boss erreichen. Na, schön. Verteidiger des Weihnachtszaubers. Schlüsselhändler. Ich hatte was für einen Schlüssel. Sofort 25% erfüllen. Das nehmen wir doch. Zack. Das ist doch mal ein bisschen glücklicher hier. Können auch noch vier Türen öffnen. Toll. Schaden oder Fluch? Fluchtchance verringert. Mir egal. Na gut, 3 Millionen, das geht mal noch. Oh, eine Kette. Eine Kette, die gibt mir auch mehr Int aus der Glück. Geil. Wir haben mal schon gut hier in dieses Item investiert und jetzt kriegen wir noch eine bessere Kette. Das ist ja toll. Das ist ja super toll. Muss ich mir dann auch mal überlegen, was ich damit noch mache. Mit dem guten Stück. Ob ich jetzt nochmal tausche oder nicht? Ich weiß es nicht. Hätte ich nie gedacht, dass mal wirklich noch eine bessere Kette droppen. Aber auch sowas passiert. So haben wir noch. Ja, wir haben noch. Haben wir schön Gold. Nochmal Gold. Na, ist nicht schlimm. Aber die 10 Stockwerke. Die werden wir nicht mehr durchstehen. Ne. Na gut. Dann müssen wir halt nochmal trinken. Schön. Jetzt einfach noch durchkommen hier. Die 100 Stockwerke durchprassen. Schön. Das ist gut. Das ist sehr gut. Jetzt können wir hier lang gehen. So ein Heal-Buff ist doch was Nettes. Freunde, so ein Heal-Buff ist doch was Nettes. Können wir auch hier durchgehen. Das juckt uns jetzt nicht. Will off. Schön fighten noch die letzten Räume. Zack, Heal. Schön. Läuft. Guter Buff, ey.
Der bringt dich auf jeden Fall gut weiter. Jetzt können wir schön den Endboss legen. Nice. Da bin ich ja mal gespannt, was jetzt für ein Item rauskommt. Samseil. Nice. Samseil, Freunde. Das ist natürlich nett. Das ist natürlich ein nettes Item. Das sehe ich doch gleich mal an. Würde ich meinen. Zack. Das bringt nämlich sogar ein bisschen mehr Int in die gute Stube. Das ist ein 434er Stein. Das Item. Das ist nicht so viel geiler. Nicht so viel geiler, das können wir ruhig opfern. Steingewinnung. Zack. Und rein damit. So, ich muss echt mal den Anfang und das Ende. Wir haben auf jeden Fall um die 4 Millionen mehr Leben bekommen in dieser Folge. Schaden haben wir ein bisschen dafür eingebüßt. Aber so im Großen und Ganzen sieht es doch gar nicht schlecht aus. Dafür haben wir jetzt eins mehr Epics und Legendaries an. Neue Waffe, neuer Gürtel, neuer Ring, neue Kette. Wo wir die Kette vielleicht sogar nochmal ersetzen. Aber ich würde jetzt trotzdem sagen, dass wir den letzten Try noch, bis unser Leben weg ist, durchziehen. Vielleicht kriegen wir ja noch was Cooles dabei raus. Dann noch einen Ring bekommen, der mir mehr Int gibt. Wow. Den könnte ich sogar hier tauschen. Beim Markwart. Krass, so viele Items hatte ich lange nicht mehr im Inventar. Ah, gehen wir hier lang. I need Schlüssel. Schlüssel und Gold. Nice. Einmal Staub. Oh, schön, eine goldene. Oh, Handschüchen. Die sind aber schlecht. Die sind schlecht, aber die geben vielleicht Windausdauer Glück. Die sind sogar für ihn schlecht. Die sind für ihn schlecht, die sind für mich schlecht. Die können wir eigentlich mal ins Klo schmeißen. Das habe ich auch lange nicht mehr gemacht. Da ist es jetzt ein Kundi-Equip. Und hier bringt's was. Ist doch super. So eine super Sache, Freunde. Das ist doch super. Da haben wir doch alles richtig gemacht. So. Weiter. Clearen. Ah, Gold haben wir auch gut gemacht, ey. Sogar noch eine Kette bekommen. Alter Schwede, ey. Oh, 8 Räume Monster auf einen Schlag töten. Das ist ja nice. Bam. Das ist auch ein richtig geiler Buff. Können wir jetzt richtig durchhämmern hier. Schlüssel sammeln. Das ist mal eine Schlüsselfest. Das ist mal ein Buff. 5. Sag mal hier. Hier kriegen wir wieder Schaden. Ist mir aber egal. Ah. So viel Schlüssel habe ich auch noch nie besessen. Jetzt können wir mal hier öffnen. Und noch ein Heal dazu. Wie nice. So. Oh, Buff ist schon zu Ende. Gut. Jetzt können wir ja richtig... Ich kann mal sogar den Dungeon noch schaffen. Ein paar Türen öffnen. Ich weiß gar nicht, wie viele Stockwerke das Ding hat. Oh, hier, geil. Aber wurde ich den ersten Raum noch geschafft? Krass. Ich denke mal, half HP wird reichen, um den zu besiegen. Oh,
Erhöht, verringert den Schaden bei gescheiterten Fluchtversuchen um 40%. Na gut, okay. Probieren wir das mal. Gut, Freunde. Ich werde jetzt mal warten, bis ein bisschen Leben wieder regeneriert ist. Ich werde mal die Tage auf jeden Fall die Items hier zuordnen. Krass, wir haben sehr viel Items gefarmt auf jeden Fall. Haben wir schon ein bisschen was ersetzt. Krass. Krasse Scheiße. Wir können mal noch jetzt mit dem Equipment mal noch einen Dungeon versuchen, den ich auf jeden Fall nicht geschafft habe. Loki ging, glaube ich, gar nicht. Das ging auch gar nicht. Hier, den können wir vielleicht schaffen. Mal gucken. Der hat nämlich nur 115 Millionen. Ja, komm. Nee, wir müssen schon ein bisschen kritten. Ja, genau. Ah, schade. Ah, den schaffen wir. Den schaffen wir. Komm schon. Ach, gib mir ein paar Crits. Ja, toll. Ohne Crits wird es natürlich. Haben wir überhaupt noch 50% Crit-Chance? Ja, haben wir noch. Den schaffen wir eh. Na gut. Den schaffen wir locker. Ey, jetzt haben wir ihn geschafft. Super. Super nice. 160 Millionen EP. Und noch irgendein Item. Ich glaube, die Robe hier haben wir bekommen. Weiß ich gar nicht, was haben wir bekommen? Ich glaube, mal gucken. Ach, ich hab den Fight nicht gespeichert. Na gut, egal. Dann machen wir mal. Wir machen mal einen Arena-Kampf gegen jemanden viel zu starken hier. Der hat 46 Millionen. Aber. Haut rein, Level der Zwillinge aufgestiegen. Läuft. Freunde, das soll es von dieser sehr langen Folge Shakes and Fidget mal gewesen sein. 42 Minuten Legendary Dungeon Gekloppe. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß. Wir haben halt natürlich für die paar Legi-Items hier ganz schön geblutet, was Pilze angeht. Aber ich wollte es mal machen. Ich wollte es mal machen. Ich wollte mal so eine Folge aufnehmen, wo wir wirklich durchgehend Legendary Dungeon dreschen. Haben viel gemacht. Haben viele Items bekommen. Haben viel Gold gemacht. Also, ich würde sagen, es hat sich gelohnt. Klar, statmäßig haben wir Schaden eingebüßt. Definitiv. Aber das war mir klar, dass es irgendwann passiert. Weil es gibt irgendwie keine Epic oder Legendary Items, die nur Intelligenz geben. Mal so 1000 oder so. Habe ich bisher noch keins gelootet. Die einzigen, die wirklich immer nur ein Stat nur Intelligenz geben, sind die ganzen gewöhnlichen, wie das Ding hier. Oder. Ja, es gibt auf jeden Fall Items, die nur Intelligenz geben. Gerade die des überlegenen Geistes halt. Aber nur damit rumrennen, ich weiß nicht, ob das unbedingt Sinn macht. Also mehr Life wird uns, glaube ich, auf lange Sicht mehr bringen als die eine Mille Schaden, die wir jetzt durch 4 Millionen Leben eingebüßt haben. Also ich denke, das ist dann schon geiler, 4 Millionen mehr auszuhalten, eine Million weniger Schaden dafür zu machen. Ich glaube, das lohnt sich schon. Außerdem sieht das Equip viel geiler aus. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ist so schön, fühlt sich gut an, jetzt ein paar Legendaries, ein paar Epics mehr anzuhaben. Gut, Freunde, das war es jetzt wirklich von dieser Folge. Shakes and Fidget. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Natürlich eine langwierige Folge gewesen. Ja, aber ich wollte mal so eine Folge aufnehmen. Also, Freunde, morgen Weihnachten. Ich wünsche euch ein wunderschönes Fest mit eurer Familie. Wenn ihr Zeit habt, guckt vielleicht nebenbei mal in Shakes and Fidget rein, weil morgen die Buffs, die man bekommt, die Events, die anstehen, die sind schon sehr geil. Da können wir auf jeden Fall nochmal richtig, richtig, richtig leveln und Gold dabei verdienen. Gut, Freunde, ich verabschiede mich von dieser Folge. Ich wünsche noch einen wunderschönen Abend oder Tag, je nachdem, wann ihr es hier schaut. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Macht es gut. Tschüss. Bis dann.